Hallo und herzlich willkommen zum Workshop oder zum Vortrag heute zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand. Ich bin Melanie Vogelpohl von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und vielleicht hat der ein oder andere noch den Herrn Alexander Bonde erwartet, unseren Generalsekretär, der lässt sich leider entschuldigen. Digital habe ich es schon angepasst, auf den Ausdrucken habe ich gesehen, steht da noch drauf, deswegen bin ich heute da. Ich bin bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zuständig für das Thema Umweltinformationsvermittlung. So heißt mein Referat. Da steckt ganz viel hinter von Bildungsprojekten, die ich mache, aber auch das Thema Nachhaltigkeitsbewertung und da eben vor allen Dingen auch in Zusammenarbeit mit dem Mittelstand. Mich würde jetzt einmal kurz interessieren, wer heute hier so da ist. Wer wird sich denn von Ihnen euch eher den BITS zuordnen, also eher so aus dieser Informatikrichtung? Oh, das sind ja einige. Und wer eher so der Nachhaltigkeitsszene? Auch ein paar, aber das finde ich eine sehr gute Mischung. Ich hatte ein bisschen erwartet oder mein Vorurteil war, es kommen sehr viele aus der Nachhaltigkeitsszene. Ich sehe schon, manche zeigen zwei Hände, sind das dann die aus der kombinierten Bits und Bäume-Richtung? Ja, auch sehr schön. Und wer von Ihnen euch ist aus der Wirtschaft oder aus dem Mittelstand? Auch einige, sehr schön. Dann schön, dass ihr alle hier sind. Genau. Warum Mittelstand, warum Nachhaltigkeit und Digitalisierung im Mittelstand auch hier auf der Bits und Bäume? Ich meine, das Thema ist klar, Bits und Bäume. Aber Mittelstand ist quasi Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Ich glaube, 99% der Unternehmen in Deutschland werden den KMU zugeordnet. Das heißt, da wollen wir was machen. Die wollen sich selber digitalisieren. Wir wollen auch dafür sorgen, dass das möglichst nachhaltig geschieht. Wer von Ihnen euch kennt denn diese Grafik, die Klimastreifen? Dann erkläre ich sie ganz kurz nochmal, weil nicht alle Hände nach oben gegangen sind. Das ist eine Grafik, eine einfache Visualisierung eigentlich der Klimakrise von Edward Hawkins, einem Wissenschaftler. Der hat quasi für jedes Jahr eine Farbe zugeordnet, die der Durchschnittstemperatur zugehörig ist. Und man kann sich fast denken, dunkelblau und blau sind eher kühlere Temperaturen jetzt im Vergleich und die roten, dunkelroten Balken stehen für wärmere Temperaturen. Und man sieht relativ deutlich, dass in den letzten Jahren diese wärmeren Durchschnittstemperaturen deutlich zugenommen haben. Gerne noch reinkommen, genau. Genau, und wir haben auch gesehen, ich glaube, die Klimastreifen, wie sie heißen, die gehen bis 2018, aber auch, dass dieses Jahr 2022 wieder ein Rekordsommer quasi war. Es war der sonnigste, der sechsttrockenste und der viertwärmste seit Aufzeichnungsbeginn. Also auch hier finden wir wieder, seitdem wir aufzeichnen, neue Rekorde. Und wir lesen es auch in unseren Medien, in den Nachrichten von Trockenheit, von Dürre, auch alles in Deutschland. Wir hatten Rekordwaldbrände hier in der Nähe von Berlin in Brandenburg vor allem zu verzeichnen. Wir hatten ausgetrocknete Flüsse, der Rhein, dieses Symbolbild, dass eben auch keine Güterschiffe mehr voll beladen überhaupt durch den Rhein fahren konnten. Also wirklich auch eine direkte Auswirkung auf die Wirtschaft sich gezeigt. Und auf der anderen Seite diese extremen Wetterereignisse wie Starkregen, ne, wie wir es im Ahrtal gesehen haben, mit völliger Überflutung und auch da viel Zerstörung dahinter. So, jetzt brauchen wir irgendwie Lösungen. Wir müssen jetzt mal vorankommen. Wir müssen irgendwie diese Klimakrise angehen. Wir haben noch 8 Jahre Zeit, wenn wir uns den Pariser Vertrag anschauen. Wie machen wir das? Wir sind ja auf der Bits und Bäume, deswegen wollen wir natürlich gucken, Digitalisierung, könnte das ein Werkzeug sein? Wer von Ihnen euch ist denn überzeugt davon, dass Digitalisierung Werkzeug sein kann, um die Klimakrise zu lösen? Das sind schon ein paar. Wenn ich das rein bei Naturschutz, Umweltschutzleuten frage, gehen die echt weniger Hände hoch. Und das auch nicht ganz zu Unrecht. Wenn wir uns nämlich mal so ein bisschen angucken, wissen wir auch, dass Digitalisierung vor allen Dingen ein Brandbeschleuniger sein kann für nicht nachhaltige Trends. Wir haben alle ein Smartphone in der Tasche, da steckt das halbe Periodensystem drin, also auch unglaublich viele Rohstoffe, die ja erstmal irgendwo abgebaut werden müssen, was auch wieder Energieressourcenaufwand bedeutet. Auf der anderen Seite, wenn wir das immer alles wieder ins Zirkuläre bringen wollen, es wieder nutzen wollen, müssen wir auch alle unser Verhalten ändern, diese Geräte wieder zurück in den Kreislauf bringen, da aber auch gucken, ist die Aufbereitung wieder energieintensiver als der Rohstoffabbau. Es ist also wirklich auch kompliziert. Aber im Endeffekt ist es so, momentan ist die Digitalisierung nicht unbedingt komplett nachhaltig ausgestaltet. Wir nutzen alle Lieferando und Co., Amazon und Co. Da steckt eben auch sehr, sehr viel Energie und Ressource dahinter. Genau, der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderung, das ist der WBGU, der bringt immer verschiedene Gutachten raus, auch eins zur Digitalisierung. Und der hat es eben da mit diesem Zitat auf den Punkt gebracht, dass die ungestaltete Digitalisierung ein Brandbeschleuniger für nicht nachhaltige Trends ist. Und das heißt, wir müssen da irgendwo ran. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch recht.
Die Digitalisierung kann ein richtig großer Hebel sein für den Klimaschutz. Das hat Bitkom, der Digitalverband, der dann wahrscheinlich den meisten Leuten im Raum bekannt ist, in einer Studie auch nochmal herausgefunden und zusammengetragen und geguckt, okay, wie viel Potenzial hat die Digitalisierung denn eigentlich so für den Klimaschutz? Und wir sehen, dass digitale Technologien über ein Drittel dazu beitragen können, dass Deutschland seine Klimaziele bis 2030 erfüllen kann. Und zwar auch, wenn wir uns den Footprint, also den Fußabdruck angucken, das ist dieses gestrichelte, aber das Potenzial, also diese durchgehende Fläche ist einfach größer als das, was es dann an Energie- und Klimaschutz, also hier geht es jetzt nur um CO2-Äquivalente, auch ausstößt. Diese Fläche, das, was es für den Klimaschutz tun kann, das nennt man den Handprint im Vergleich zum Footprint, also die negativen Effekte sind die Handprints, quasi die positiven Effekte. Ist bei so einer Photovoltaikanlage relativ einfach, wenn man sich nur den Herstellprozess anguckt, dann hat es erstmal nur einen Footprint, also auch die Herstellung braucht ja Energie und Ressourcen, aber in der Nutzungsphase hat es halt wieder auch einen guten Handprint, weil es eben fossile Energien ersetzen kann. Genau, Bitkom hat sich da auch nochmal die verschiedenen Bereiche angeguckt, die emissionsstärksten Anwendungsbereiche, und zwar die Fertigung, die industrielle, die Mobilität, die Energie, den Gebäudesektor, Arbeit und Business, dieses Thema New Work, mehr digital, weniger Dienstreisen als ein Beispiel für, wie kann da Digitalisierung beim Klimaschutz helfen, Landwirtschaft und Gesundheit. Und wir sehen, dass das größte Potenzial tatsächlich in diesen Bereichen Fertigung, Mobilität, Energie liegt. Und industrielle Fertigung, da sind wir quasi wieder bei der Wirtschaft, beim produzierenden Gewerbe und beim Mittelstand. Und deswegen eben auch ein wichtiger Player in dieser ganzen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Klimaschutzdebatte. Genau, wir haben uns dann selber nochmal angeguckt, wie der Mittelstand eigentlich im Bereich Digitalisierung und auch nachhaltiger Digitalisierung so steht. Und zwar haben wir als Umweltstiftung eine Kompetenzplattform, die nennt sich nachhaltig.digital, weil wir eben, die gibt es glaube ich jetzt seit 5 Jahren, damals gedacht haben, okay, wir müssen es irgendwie besser zusammenbringen, diese beiden Themen, und auch wir brauchen neue Ideen und ein neues Verständnis dafür, wie das zusammengehen kann. Und diese Plattform, die wir damals zusammen mit Baum e.V. etabliert haben, die hat zum Beispiel diese Befragungen gemacht, und da haben die sich 500 Entscheiderinnen, Entscheider aus dem Bereich Digitalisierung aus kleinen und mittleren Unternehmen genommen und die befragt. Und eine Frage war, wie würden Sie den Digitalisierungsgrad Ihres eigenen Unternehmens einschätzen? Und man sieht, der große Teil befindet sich irgendwo zwischen sehr hoch und sehr gering im Mittelfeld. Aber insgesamt, wenn man sich das Mittelfeld mit dem, was da drüber sehr hoch und hoch angegeben hat, anguckt, dann ist das wirklich der Großteil, der sagt, ja, unser Digitalisierungsgrad ist auf jeden Fall da. Und genau ist das Thema, die Digitalisierung läuft, ob wir sie gestalten oder nicht, ob wir sie nachhaltig gestalten oder nicht. Der Mittelstand, alle anderen, wir als Privatperson, als Zivilgesellschaft, wir alle nutzen immer mehr digitale Geräte und Tools. Genau, das heißt, das passiert, ob wir irgendwie uns damit einbringen als Nachhaltigkeitsbranche und Szene oder nicht. Von daher ist es aber eben wichtig, dass wir es tun, weil wir ja gelernt haben, eine ungestaltete Digitalisierung ist eben eher noch Brandbeschleuniger der Klimakrise. Genau, wir haben dann gefragt, die Unternehmen, würden Sie für Ihr Unternehmen sagen, Digitalisierung ist eher Chance oder eher Risiko für Nachhaltigkeit? Und das ist eigentlich ganz schön, dass jedes zweite Unternehmen quasi gesagt hat, ja, wir sehen das als Chance, also wir können damit nachhaltiger werden, nachhaltiger wirtschaften, und nur wirklich ein kleiner Prozentteil gesagt hat, ist aber auch Risiko, weil Energie- und Ressourcenverbrauch steigt. Das hat jetzt Vor- und Nachteile, weil es auf der einen Seite vielleicht auch eben diese Risiken gar nicht mitgedacht werden, sondern man sich nur guckt, ja, ist ja an sich schon mal gut, kann man auch gut einsetzen, aber es geht eben auch anders. Das heißt, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir uns da mit einbringen und dass wir gute Hilfestellung leisten. Und das ist auch die nächste Frage, die wir gestellt haben. Was brauchen Sie denn, um die Digitalisierung für eine ökologischere Wirtschaftsweise zu nutzen? Also was brauchen Sie ganz konkret von Institutionen wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, aber auch anderen Einrichtungen, die aus dem Bereich oder an dieser Schnittstelle arbeiten? Und das sind einmal das Thema Know-how, Kompetenzen. Wir müssen wissen, wie Digitalisierung nachhaltig eben auch für unsere Wirtschaftsweise umgesetzt werden kann. Da brauchen wir auch wirklich Hilfsmittel, Leitmittel für. Wir brauchen auch Anregungen durch Praxisbeispiele, Best-Practice-Beispiele. Wo funktioniert es schon gut? In welchen Branchen kann man es gut umsetzen? Was sind vielleicht auch Ideen, auf die wir noch gar nicht gekommen sind? Und auch die Vernetzung mit anderen Akteuren. Dafür ist ja auch wieder so eine Plattform wie heute hier gut, dass man einfach mal miteinander ins Gespräch kommt, sich austauscht, sich vielleicht Fragen stellt, die man noch nicht gestellt hat, Perspektiven durchblickt, die man noch nicht durchblickt hat. Und das ist auch das, was eben diese EntscheiderInnen im Bereich Digitalisierung aus KMU, die wir befragt haben, als die wichtigsten Sachen sehen.
Diese minus 5, minus 2, minus 3% auf der rechten Seite, das ist einfach der Vergleich von dem Jahr davor. Also wir haben diesen Monitor 2021 durchgeführt. Die Befragung hat, glaube ich, Anfang diesen Jahres quasi rückblickend stattgefunden und auch schon 2020 diese Fragen gestellt. Um auch ein bisschen zu gucken, wie zum Beispiel unsere Kompetenzplattform, hat die schon was dazu beigetragen? Ich würde jetzt sagen, 5, 2 und 3% ist schon was, aber es ist vielleicht noch nicht ganz da, wo wir sein sollten. Aber es ist ja auch nur ein Jahr Unterschied, aber man zeigt eben ein bisschen, was passiert ja auch schon in den Bereichen, auch eben wie die Veranstaltung heute. Genau. Einmal ganz kurz dazu, wer wir eigentlich sind, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt. Wir sind eine Stiftung bürgerlichen Rechts. Wir wurden gegründet damals durch den Bund. Der hat die Salzgitter AG verkauft und damit eine Stiftung gegründet, aber die ist eben eine Stiftung bürgerlichen Rechts. Wir haben in den letzten 30 Jahren, seitdem es uns gibt, mehr als 10.600 Projekte gefördert mit knapp 2 Milliarden Euro. Wir geben so im Jahr 50 bis 60 Millionen Euro für Förderprojekte aus, nur um das einmal so ein bisschen in Relation auch zu setzen. Also BMU und die europäische Förderung ist da deutlich größer, aber wir haben da eben auch einen ganz speziellen Auftrag als Stiftung und der lautet, innovative und modellhafte Vorhaben zur Entlastung der Umwelt zu fördern und zwar unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft. Und deswegen auch das Thema natürlich heute hier von uns, weil das unsere Hauptzielgruppe ist. 50% unserer Fördergelder gehen direkt oder indirekt an KMU, also an kleine und mittlere Unternehmen. Genau. Und wir haben zwei Angebote. Das eine rechts, die nachhaltig digital Kompetenzplattform, habe ich gerade schon mal so ein bisschen angerissen, die diesen Monitor eben für uns durchgeführt haben. Die machen nicht nur das, sondern die machen auch eben Good Practice Beispiele, also all das, was wir vorhin gelernt haben, was braucht der Mittelstand, da sind die auch mit aktiv. Wir haben das jetzt in den letzten 5 Jahren zusammen mit dem Baum e.V. gemacht. Dieses Projekt geht jetzt dem Ende zu, aber beide Organisationen haben erkannt, das Thema ist wichtig, das brennt weiter, das müssen wir weiter beackern. Baum e.V. macht das eher in diesem Bereich jetzt Kompetenzen, Know-how erweitern. Wir machen es eher in dem Bereich Best-Practice-Beispiele mit so Bausteinen, die erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was zu. Und wir machen das natürlich auch deswegen, weil wir relativ viele Good-Practice-Beispiele haben oder auch versuchen anzustiften und zu initiieren durch unsere Förderung. Das ist nämlich das andere Angebot der DBU. Wir fördern Projekte und wir fördern auch Start-ups, die Lösungen für Umwelt, Ökologie und Nachhaltigkeit finden und initiieren. Der Schwerpunkt Digitalisierung bezieht sich vor allen Dingen auf unser Start-up-Programm, also in dieser Projektförderung, die ist wirklich super breit, da muss jetzt nicht super digital sein. Als Start-up muss man das auch nicht, aber da ist es eben unser Schwerpunkt, diese Verbindung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Genau. Diese Bausteine, das ist eben auch ein Teil der nachhaltig-digitalen Plattform. Die sind auch wirklich so ein Herzstück des Projektes. Und da haben wir wirklich so zielgruppenspezifische, praxisnahe Aufbereitung von eben diesen Good-Practice-Beispielen. Insgesamt wurden in den letzten Jahren 15 Bausteine entwickelt zu ganz unterschiedlichen Themen, die halt immer diese Verknüpfung, Nachhaltigkeit, Digitalisierung haben. 86 Unternehmensbeispiele wurden vorgestellt und 83 auch Expertinnen, nicht nur Expertinnenbeiträge, geben da auch einen tieferen Einblick auch in das, was vielleicht noch kommt und wo eben vielleicht auch die Wissenschaft dran arbeitet und auch da schon Ideen findet für die Wirtschaft und für Mittelstand. Ein Baustein hat sich mit dem Thema zirkuläres Wirtschaften befasst. Also da geht es um, ne, wie können wir Ressourcen, Energie einsparen, wie können wir auch die Abhängigkeit von Rohstoffimporten reduzieren. Auch aufgezeigt, zirkuläres Wirtschaften ist auch einfach ein Beschäftigungsmotor. Also es gibt auch für politische Entscheiderinnen und Entscheider ein gutes Argument zu sagen, in die Richtung wollen wir gehen, abseits jetzt nur von Nachhaltigkeitszielen, die ja aber eigentlich auch wichtig sein sollten. Hat die EU-Kommission gesagt, 580.000 Arbeitsplätze können in so einem Feld entstehen. Und digitale Technologien können hier total wertvoll sein, weil sie zirkuläres Wirtschaften auch nochmal mit stärker befähigen können. Wenn wir uns Sensoren angucken, digitalen Zwillingen, an denen man auch mal ein bisschen Szenarien erspielen kann, es nicht gleich umsetzen müssen, um vielleicht auch aus Fehlern vorher schon zu lernen, bevor wir sie machen. Das zweite Thema ist dann auch konkret die Sensorik. Da gab es einen schönen Satz zu, nämlich, dass Sensoren quasi die Organe der Industrie 4.0 sind. Also wir brauchen Sensoren ganz dringend, um eben mit digitalen Tools ja auch Daten zu sammeln und daraus auch was Gutes machen zu können. Sei es im Bereich Logistik, sei es im Bereich von Lagerbeständen, Maschinenstatus, Energie zusammenführen, Verbrauch, Bedarf. Wenn ich eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe, muss ich auch wissen, welche meiner Maschinen braucht denn jetzt aber auch gerade dringend Energie.
Genau. Und über diese Bausteine kann man eben wirklich vertieft mal reingucken in diese verschiedenen Felder. Das waren jetzt nur zwei Beispiele. Und sich das mal genauer angucken und sich da eben auch wieder vernetzen. Also auch da sind immer Kontaktmöglichkeiten zu den Unternehmen mit drauf, um zu gucken, dass auch ein Austausch vorangeht. Die Eisengießerei, das ist ein Beispiel aus unserer Projektförderung. Und ich finde das ein ganz schönes Thema, weil das so ein altes Traditionsunternehmen ist oder auch eine alte traditionelle Branche, wo ganz, ganz viel auf Erfahrungswissen basiert, weil Gießereien eben damit viel arbeiten. Und da war so ein bisschen die Herausforderung, die Adam Hönig AG Kempten ist auf uns zugekommen und hat gesagt, so, wir wollen jetzt eigentlich mal alle unsere Energieverbräuche erfassen und auch an unseren alten Maschinen und so weiter. Das haben die dann auch gemacht und konnten dadurch an ganz vielen kleinen Stellen viele kleine Dinge optimieren. Zum Beispiel haben sie dadurch festgestellt, dass sie nachts stellen sie ihre Öfen in der Regel aus und fahren die dann morgens wieder an, dass das energieeffizienter ist, wenn man das langsam macht und nicht nur energieeffizienter, sondern auch das Material von diesen Öfen schont. Das heißt, hatte gleich zwei Vorteile. Ich habe eine Ressourcenschonung und eine Energieeinsparung, wenn ich diesen Prozess früher starte und langsamer die Temperaturen steige. Gab noch viele andere kleine Punkte, die da zusammengekommen sind. Und insgesamt konnte diese Eisengießerei oder kann sie jetzt weiterhin dadurch 300 Tonnen CO2 im Jahr sparen. Also eben aus dem Traditionsunternehmen. Digitale Technologien haben geholfen, Energie hier einzusparen und wurde eben auch genau gezielt dafür eingesetzt. Ich habe noch drei Beispiele mitgebracht aus unserem Start-up-Programm, die sich ja ganz gezielt dieser Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit widmen. Das eine ist Back Digital. Die haben sich eine Software überlegt für eben das Bäckereihandwerk oder Bäckerhandwerk, um hier eine bessere Prozesssteuerung zu finden, um hier Rohstoffe, also Teig und so Co., besser einzusetzen, gezielter einzusetzen, da Rohstoffe zu sparen. Es können auch neue Marktplätze erschlossen werden, ne, über so Thema vielleicht digital zu verkaufen, auch an diejenigen, die vielleicht eben nicht in die Bäckerei kommen können, auch Überproduktion vor allen Dingen zu vermeiden. Genau. Das zweite Startup, was ich mitgebracht habe, das ist eine ganz andere Branche, nämlich die Baubranche. Und die versuchen, diesen Rohstoff Holz als Baustoff besser zu etablieren. Wir bauen ja heute sehr viel mit Beton und wir bauen auch relativ viel. Da kann man natürlich auch diskutieren, kann man vielleicht auch einfach die Räume, die wir schon haben, noch besser nutzen, wie zum Beispiel eine Universität jetzt für eine Veranstaltung am Wochenende und Co. Brauchst dafür ein eigenes Veranstaltungsgebäude. Aber abseits davon ist eben auch Holz natürlich ein Rohstoff, der dann, wenn das CO2 im Holz gebunden bleibt, auch eine nachhaltigere Alternative zu Beton darstellt. Und Modugen hat eine Software entwickelt, die einfach Planenden dabei hilft, Tragwerk, Statistik und so weiter, die Statik besser auszulegen, weil es eben da nicht so einfach ist wie bei Beton und gerade in diesem Mehrgeschossbau auch noch nicht so viele Erfahrungen gibt wie im Betonbau. Circuli, das finde ich ganz spannend, weil die nochmal einen ganz anderen Weg gehen, nämlich wirklich den Mittelstand hier zu unterstützen mit einer Software für das Prinzip Mieten statt Kaufen. Also auch diese Wirtschaftsweise dadurch quasi zu unterstützen, anders zu wirtschaften, eben nicht ein Produkt direkt zu verkaufen, sondern ein Produkt vielleicht auch öfter in diesen Kreislauf zu bringen, auch als Unternehmen. Und das soll eben den Lebenszyklus von Produkten verlängern und es kann in ganz normale E-Shop-Systeme, die viele Anbieter ja auch einfach haben, eingesetzt und eingebaut werden. Genau, das sind so drei Startups von uns. Und als letztes habe ich noch die Gewinner des Deutschen Umweltpreises mitgebracht, 2020. Und der Deutsche Umweltpreis wird auch von uns vergeben. Das ist aber mit einem gesetzlichen Auftrag verbunden. Deswegen haben wir Herrn Steinmeier mal als denjenigen, der es übergibt, was uns immer sehr viel dabei hilft, dass es auch medial gut aufgenommen wird. Und nicht wundern, die stehen nicht so weit weg, weil sie ihn nicht mögen, sondern weil es halt 2020 die Übergabe stattfand und da Corona natürlich Abstände erforderlich gemacht hat. Wir sehen hier die Geschwister Annika und Sebastian Trappmann, Annika Roth heute, damals hieß sie auch noch Trappmann, von der Blechwarenfabrik Limburg. Und die haben, als sie diese Blechwarenfabrik von ihren Eltern übernommen haben, ganz viel getan im Bereich Energie- und Ressourceneffizienz. Die haben zirkuläres Wirtschaften eingeführt, haben dadurch, dass sie auch in einem Neubau umgezogen sind, da wirklich viel mit Digitalisierung, wirklich Hightech-Digitalisierung probiert, um Energie und Ressourcen zu sparen. Beispielsweise, dass sie die Abwärme einfach direkt nutzen, dass sie Solarenergie auf dem Dach haben und auch die eben verbrauchs- und gesteuert nutzen können. Und unterm Strich ist es auch denen gelungen, damit 2600 Tonnen CO2 zu sparen und auch rund 1000 Tonnen Weißblech, was ja deren Produktionslinie quasi ist, beziehungsweise Material ist. Genau.
Das war es im Prinzip, was ich einmal zur DBU vorstellen wollte oder das, was wir in diesem ganzen Kontext Digitalisierung, Nachhaltigkeit im Mittelstand anbieten, wo wir auch sagen, da muss es auch noch viel mehr passieren, es muss viel mehr Ideen geben, weil dieses höher, schneller, weiter eben auch im Mittelstand und auch in der Wirtschaft nicht mehr das Paradigma sein kann. Wir müssen nachhaltig, klimafest und resilient werden und auch der Mittelstand muss so werden. Und daher bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören und würde jetzt gerne den Raum öffnen für Fragen oder Diskussionen dazu. Einen Moment. Hi und vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage geht in die Richtung, und zwar haben wir jetzt irgendwie viele Projektbeispiele bekommen, aber ich glaube, die Realität sieht ja schon noch so aus, dass Digitalisierung und Nachhaltigkeit noch nicht so im Mittelstand verankert ist, wie es jetzt eigentlich sein sollte. Und meine Frage ist, welche konkreten Schritte tut der DBU, um sozusagen das nicht nur zu ermöglichen, sondern gegebenenfalls auch temporär anzuziehen, also zu beschleunigen? Ja, im Prinzip tun wir das, was uns möglich ist, nämlich fördern und Initiativen suchen, beispielsweise auch diese Bits und Bäume hier. Also auch das ist ein Förderprojekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, wo wir eben sagen, es ist wichtig, dass die Szenen zusammenkommen, um hier auch mal auf beiden Seiten miteinander zu sprechen. Und das ist das, was uns möglich ist. Wir sind natürlich jetzt auch keine riesige Organisation, aber wir haben das Gefühl, dass auch gerade durch diese Kompetenzplattform echt viel angeregt wurde, auch viel Vernetzung angeregt wurde, viel neue Inspiration. Wir gehen damit auch auf Veranstaltungen, die jetzt nicht so ganz klar auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind, wie das hier. Also wo die Leute an sich ja wahrscheinlich schon irgendeine Motivation haben, hier zu sein, nämlich sich auch damit zu beschäftigen, sondern auch da, wo einfach nur der Mittelstand ist und wo wir eben versuchen, die dann auch nochmal davon zu überzeugen. Und es ist ganz wichtig, es braucht Überzeugungstäter auch im Mittelstand. Also es ist oft der Nachwuchs, wie wir das gerade im letzten Beispiel gesehen haben, ne, der dann neu kommt, irgendwie eine Firma übernimmt, ein Unternehmen übernimmt und sagt, das muss anders gehen, weil es eben vorher anders geprägt war. Gut, dann darauf jetzt noch Follow-up-Frage und dann gebe ich das Mikrofon gerne weiter. Wir arbeiten für den Company Builder Wattix zusammen mit Fissmann und das ist ja so ein KMU oder KMU nicht mehr ganz, aber schon eher ein M als ein K. Aber und da die Frage, wäre es denn möglich, Projekte, die wir jetzt beispielsweise genau in diese Richtung entwickeln, also Nachhaltigkeit und Digitalisierung zusammenzubringen, auch mit dem DBU zu fördern? Und wenn ja, wie würde so eine Förderung ablaufen? Ja, klar. Grundsätzlich ist auf jeden Fall klar. Dafür sind wir hier, da und auch hier. Am besten entweder mich gleich nochmal ansprechen oder einmal auf unserer Webseite gucken. Da stehen einmal dieses Green Startup Programm, wenn es sich um Startup in den ersten 5 Jahren quasi nach Gründung noch handelt oder auch davor. Oder eben unsere klassische Projektförderung, wo, glaube ich, eine Sache wichtig ist, nämlich, dass wir zu 50% fördern, weil wir sagen, auch das KMU muss einen Eigenanteil leisten, damit es eben dieses Risiko auch eingeht und auch zeigt, wir machen das jetzt hier nicht fürs Greenwashing, sondern wir geben selber auch wirklich Finanzen rein, weil wir davon überzeugt sind, dass da auch was Gutes draus kommen kann. Genau, aber da guckt gerne nochmal nach. Gerne. Klar. Jetzt wurden ja quasi Beispiele aus der Industrie oder Produktion gezeigt. Habt ihr auch Beispiele zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen? Ja, spannend. Wir haben gerade tatsächlich eine Förderinitiative zum Thema Planetary Health, also wo wir uns auch tatsächlich mal angucken, ich glaube in einem Reallaboransatz auch, wie kann so ein gesamtes Krankenhaus sich nachhaltiger ausrichten. Auch das Thema Klimasprechstunde, das ist ein Projekt, was wir da machen. Ich glaube, wir haben da 14 Vorhaben in dieser Initiative, die bald auch auf unserer Webseite zu sehen sind. Ich glaube, die basteln gerade im Hintergrund dran. Auch ein paar tolle Projekte hier in Berlin, wo es darum geht, diese Kiezblocks, also Verkehr zu bewerten, auch im Sinne von Luftqualität und Co., also auch da Gesundheit. Also ja, das ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, eben in einer kleineren Initiative. Aber da kann man auf jeden Fall auch noch mal mehr zu auf unserer Webseite sehen. Aber es ist auch ein Sektor definitiv, den wir sehen und mit dem wir auch in diesem Thema nicht unbedingt Digitalisierung tatsächlich, da geht es dann mehr um Nachhaltigkeit, aber auch befassen. Ja, hallo, eine Frage zu der Messung der Einsparungen. Da würde mich interessieren, wie macht ihr das? Also machen das die Unternehmen selber? Machen die das gemeinsam? Geht es um Prozente, die ihr vorgebt und sagt, das ist realistisch und jetzt schauen wir, wie gut ihr das erfüllen könnt oder wie läuft das? Weil wir haben ja jetzt absolute Größen gesehen. Ja. Das ist ein interessantes Verhältnis eigentlich, was da eigentlich eingespart werden sollte.
Ja, tatsächlich machen wir das gar nicht selber, weil wir immer mit Projektpartnern arbeiten und die machen das eben oft über Sensoren, über Vorher-Nachher-Vergleiche oder über klassische Lifecycle-Assessment-Prozesse und Methoden. Aber wir machen es eben nicht selber, das machen die Partner, deswegen kann ich dir jetzt nicht ganz intensiv dazu sagen, aber ich glaube so dieses Gabi und Co., das ist oft das, was dann zum Einsatz kommt. Wir sprechen eben tatsächlich immer ein bisschen allgemeiner drüber, dass eben diese Projekte, die wir machen, eine Umweltentlastung haben sollten. Das muss nicht immer Klimaschutz sein, ne, weil wir eben relativ breit sind. Wir haben auch Förderthemen im Naturschutz und Co. Auch das ist ja wichtig und relevant. Das kann man natürlich nicht so messen, aber ja. Ja, du hast es davon schon angesprochen, da ist jetzt nur die CO2-Äquivalente abgebildet. Inwiefern beschäftigt sich denn die DBU auch mit anderen negativen Umweltwirkungen? Mhm. Weil ich habe immer das Gefühl, also ich komme aus einem Startup, das sich auch mit LCA beschäftigt, dass in den letzten Jahrzehnten sich so stark auf den CO2-Footprint eingeschossen wurde, der in manchen Industriesektoren aber absolut gar keinen Sinn macht, weil es so viele andere negative Einflüsse gibt, die heute gar nicht Beachtung finden. Ja, stimme ich dir total zu und es ist Gott sei Dank auch so, dass auch wir uns nicht komplett eben, aber ich hatte gerade schon gesagt, auf diesen CO2- oder Klimaschutzsektor beziehen. Im Prinzip baut unsere Förderung einmal auf den UN-Nachhaltigkeitszielen aus, wenn dir das was sagt, also diese 17 Ziele, die auch ganz, ganz verschiedene Perspektiven haben, neben Klimaschutz und sauberer Energie, auch nachhaltige Städte und Co. Und auf den planetaren Leitplanken, das ist eben auch so ein Konzept, da geht es auch um Aerosole, um Mikroplastik, also Novel Entities, was gibt es, wird so neu eingetragen, von dem wir heute vielleicht auch gar nicht wissen, wie es umweltschädigend wirkt. Phosphor, Nitrat sind Themen, die wir haben. Wir haben insgesamt 12 Förderthemen, guckt da gerne mal rein. Das ist eben eins davon ist Energie und auch Klima und Co., aber viele andere haben auch eben Naturschutz, Gewässerschutz und so weiter. Also wir versuchen da relativ breit das abzubilden, aber tatsächlich mit diesem Fokus auf Umwelt, auf Ökologie, wobei wir die anderen Nachhaltigkeitsziele dabei immer mit betrachten wollen, auch in unseren Projekten, aber das ist natürlich unser Fokus als Umweltstiftung. Ich habe das Mikro jetzt, ich mache es so. Genau, ich würde einfach mal weitermachen. Und zwar tatsächlich als Fürsprecherin. Also ich habe jetzt die letzten 2 Jahre ein Forschungsprojekt der DBU bearbeitet. Da ging es um Unternehmenskultur, Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Also geht vielleicht nochmal in die Richtung, wie man sowas implementiert. Ist jetzt quasi gestern ausgelaufen, haben auch gerade den Wegweiser veröffentlicht. Den findet man jetzt auf der DBU-Seite, auch in enger Zusammenarbeit mit Nachhaltig Digital. Also ich kann nur nochmal sagen, es ist ein super, super Netzwerk. Auch wenn man erstmal gar nicht weiß, wo man loslegen soll, findet man da immer gut Ansprechpartner. Andersrum kann ich auch sagen aus der Forschung, es ist im Moment doch schwer, Best Practices zu finden, die nicht schon überall kursieren. Also selbst wenn man als Unternehmen sich schon mal die Frage stellt, gerne schon mal an die DBU oder irgendwie auch Forschung wenden. Also das ist gerade wirklich was glaube ich, wichtig ist. Und beide Seiten suchen und können da wirklich sehr von profitieren. Genau, das wäre nochmal so ein Plädoyer dafür. Danke, Carmen. Ich habe 2 Fragen. Die eine ist, wie akquiriert ihr denn die Mittelständler? Denn du hast von Überzeugungstäter und Täterinnen gesprochen. Die suchen vielleicht selber, aber es gibt ja auch genügend Unternehmen, die man ansprechen möchte, die vielleicht noch nicht suchen. Das würde mich interessieren, wie ihr das angeht. Und ich hatte auf Twitter gelesen, dass Nachhaltig Digital ausläuft. Gibt es ein Folgeprojekt? Ja. Es geht weiter. Also genau, es gibt ein Folgeprojekt und zwar sowohl bei, also wir haben es ja eben damals zusammen mit dem Baum e.V. gemacht und wir als Stiftung und wir beide machen es weiter. Wir werden das so ein bisschen enger an unsere Projektförderung und Start-up-Förderung anknüpfen, weil wir eben uns jetzt eher auf diesen Bereich Best-Practice-Beispiele, Vernetzung konzentrieren und Baum e.V., soweit ich weiß, halt eher auf diesen Kompetenz-Know-how-Bereich. Also es geht weiter und es geht auch nichts an Wissen verloren, auch die Webseite bleibt so bestehen erstmal. Genau, also da geht es auf jeden Fall weiter. Das andere war die Frage, wie wir Mittelständler akquirieren und eins stimmt natürlich, die suchen, die finden uns dann hoffentlich meistens auch und kommen auch auf uns zu. Also ganz einiges kriegen wir auch einfach im laufenden Tagesgeschäft rein. Also wir haben so eine Online-Antragstellung, da kann man so eine Skizze einfach erstmal hochladen mit seiner Idee, die wir dann eben bei uns besprechen und bewerten. Also das passiert, aber es sind natürlich diejenigen, die vielleicht auch schon mal irgendwie suchen und gucken. Und wir gehen tatsächlich, sonst versuchen wir so ein bisschen rauszugehen, mit Verbänden zu arbeiten, wie zum Beispiel auch Bitkom, die jetzt ja auch nicht unbedingt einen Umweltnachhaltigkeitsfokus haben. Oder sind bei der Hannover Messe, was eine große Industriemesse ist vor Ort. Also auch da haben wir dann einen Stand. Also wir gucken so ein bisschen gezielt,
auch wir natürlich mit begrenzten Kapazitäten und Ressourcen, wo wir aber vielleicht diesen Mittelstand eben auch finden und ansprechen können. Genau, und wie gesagt, wir machen das seit 30 Jahren. Meine Kolleginnen und Kollegen sind da auch, haben teilweise echt tolle Netzwerke mit spannenden Mittelständlern, die auch nicht von Anfang an das jetzt nur der Umwelt wegen alles machen wollten, aber die teilweise auch wirklich zu Überzeugungstäterinnen und Tätern geworden sind. Ja, das sind, glaube ich, so unsere Hauptwege, wie wir da versuchen, ein bisschen rechts und links die auch noch abzugrasen. Hi, Hi. Ich habe noch mal eine kurze Frage zu der Umfrage oder zu den Ergebnissen, die du gezeigt hattest, speziell zu, es gab so eine Frage, wo Unternehmen sich sozusagen selber einschätzen sollten, wie so der Stand der Digitalisierung ist, und wurden da Kategorien, also vorgegeben, wurde das so ein bisschen erläutert, was jetzt 1, 2, 3 bedeutet, oder war das einfach nur, okay, ich schätze jetzt nach Gusto ein, wie ich mich da einordne. Weil ich fände es ganz spannend zu erfahren, was sozusagen hinter dann 3 im Mittelfeld irgendwie so steht, weil Digitalisierung kann ja heißen, okay, ich arbeite mit Excel, also bin ich irgendwo in der Mitte oder, also. Ja, hast recht, ja. Von daher würde mich das einfach interessieren, was jetzt dahinter steckt, ob ihr da eine Beschreibung mitgegeben habt. Tatsächlich haben das Kollegen von mir und Kolleginnen von mir gemacht, okay. Deswegen kann ich es dir nicht genau sagen, aber es gibt auf der Seite von Nachhaltig Digital diesen Monitor zum Runterladen, okay. Und da ist auch nochmal genauer beschrieben, wie welche Fragen lauteten. Ich glaube, hier war die Frage im Endeffekt, wie würden Sie den Digitalisierungsgrad einschätzen? Ich bin mir aber nicht sicher, ob es vorher noch so einen Infoblog gab zum Digitalisierungsgrad. Wie du gerade sagtest, heißt, dass wir alle am Computer arbeiten schon, dass wir hoch sind oder, genau. Da hast du völlig recht. Ich bin mir aber ehrlich gesagt da nicht ganz sicher. Ich würde aber grundsätzlich sagen, dadurch, dass wir ja eher mit den Leuten aus der Digitalisierung gearbeitet haben, ne? Also mit Entscheiderinnen und Entscheidern in KMU, die aber irgendwo im Kontext Digitalisierung aktiv sind, die zumindest das grob einschätzen können, auch wenn sie vielleicht diesen Infoblog nicht bekommen haben, aber da lohnt sich auf nachhaltig.digital, so heißt die Webseite, vielleicht den Monitor auch nochmal selber anzugucken, genau. Ja, hallo. Hi. Wie seid ihr denn finanziell strukturiert? Also Hintergrund der Frage ist, sind das Fördertöpfe, die zu einzelnen Themen dann immer neu aufgelegt werden für 3 Monate oder 6 Monate, und wenn dann genug Bewerber da sind und der Fördertopf leer ist, oder sind das kontinuierliche Töpfe? Letzteres ist der Fall. Das sind quasi kontinuierliche Töpfe. Also wie gesagt, wir geben so im Jahr 50 bis 60 Millionen Euro für Förderprojekte auf. Die verteilen sich auf unsere 12 Förderthemen. Dazu kommt noch ein offener Themenbereich, wenn sich keins in irgendeinem Thema wiederfindet. Aber eine tolle Idee ist, auch das wollen wir machen. Das ist eben ein offener Bereich. Und das ist im Prinzip jedes Jahr wieder neu. Also es gibt auch keine Fristen, wir haben keine zeitlichen Fristen, bis wann ein Projekt eingereicht werden muss. Bei den Startups ist es so, auch da ist es quasi offen und laufend im Endeffekt. Die werden aber in Pitches ausgewählt vor einer Jury. Das heißt, da gibt es dann natürlich Termine, wenn die dann sind, aber die sind jetzt nicht veröffentlicht und wir gucken auch so ein bisschen, wie sich was zusammenfindet. Also es gibt da keinerlei Fristen oder Termine oder Budgetkürzungen oder dann ist das Geld weg. Wir haben manchmal Ausschreibungen. Wir hatten jetzt zum Beispiel das Thema Circular Economy nochmal so ein bisschen mehr in den Fokus genommen und haben da eine Ausschreibung einmal zu Schülerlaboren gemacht und einmal zum textilen Innovationen im Bereich Circular Economy. Und das ist dann natürlich begrenzt. Das hat dann auch eine Frist, das hat auch ein bestimmtes Budget. Aber das sind eher so Zusatzsachen, die wir neben diesem allgemeinen Tagesgeschäft machen. Und da kann man eben wirklich durchgehen, kontinuierlich auch Ideen einreichen. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht ein bisschen Inspiration und Sachen mitgenommen, und kommt gerne auf uns zu, auf unsere verschiedenen Plattformen. Wir freuen uns. Danke.